Wenn man sich die Situation, in der man eigentlich die ganze Zeit wirklich ist, bewusst macht, dass man hier direkt auch jetzt und wirklich in einer nicht so großen Entfernung einen glühenden Erdkern unter sich hat und dass wenn man nach oben sozusagen ins Weltall hinein denkt, schnell mit dem Gedanken der Unendlichkeit konfrontiert wird, in Raum und in Zeit. Und wenn man den spannenden Gedanken kurz denkt, dass man, wenn man in den Raum weit hineinblickt, in die Zeit zurückschaut, weil die Lichtsignale aus Milliarden von Lichtjahren Entfernung kommend teilweise schon Dinge widerspiegeln, die vielleicht schon lang vorüber sind. Und wir schwebend in einem Raum sind, von der Schwerkraft gehalten, an dem Planeten, in einer für uns unvorstellbaren Weite, die mit dem Gedanken der Unendlichkeit sowieso außerhalb unserer bildlichen Fassungskraft kommt, sowohl in Zeit als auch in Raum. Und wenn man in der Zeit nach vorne denkt, sehr schnell merkt, dass man nicht mal die nächste Zukunft wirklich kennt. Und wenn man zurückschaut im eigenen Leben, bis zur Geburt und davor, wo man aus einem Dunklen kommt, wenn Kinder am Anfang auch noch nicht sehen und dann erst nach und nach die Sehfähigkeit sich wirklich entwickelt. Und aus diesem Dunklen denken wir zurück über die Generationen und die Evolution hin zu dem Gedanken und Erklärungsmodell eines Urknalls. Also eines Modells, eines möglichen Anfangs, dann entsteht dort auch sofort wieder die Grenze unseres Horizonts. Diese Horizonte, die uns zeigen, dass wir immer hinter sie weitergehen wollen und weiter fragen, woher kommt das, je nachdem, welches Erklärungsmodell man wählt, dann wieder. Woher kommt die erste Energie, die in die Urmaterie gefahren ist? Und egal wie sehr man das wissenschaftlich eben erklären kann und wie weit man das auch reduziert, entmystifiziert, bleibt dennoch diese Frage von Anfang und Zukunft und Unendlichkeit des Raums und lässt uns schweben in einem Gefühl und in einer noch bestehenden Faktizität der Unklarheit, die sich mit einem Dunklen verbindet, einem Unwissenden, einem Universum, in das wir blicken, das trotz all der Sterne nicht von seiner Dunkelheit abweicht. Und wenn man das alles zusammen sieht, dann ist eigentlich jeder Tag, den man auf der Welt verbringt und jeder Moment unglaublich faszinierend. Wenn man das Licht, was jetzt zum Fenster reinkommt, wirklich von einem brennenden Stern, von einer Sonne geschickt sieht, das uns wärmt und das Leben ermöglicht und das wirklich unsere Bedingungen, unsere Voraussetzungen für all das Fragen und Forschen und Leben auf der Welt ist, dann ist das ungeheuer faszinierend. Und was unglaublich faszinierend daran ist, ist auch dieses
Ja zu dem Sein und nicht ein Nein, ein Nichts, sondern dieses Sein von etwas ist ein an sich schon unglaublich starkes Ja. Und dieses Ja, das in dieser, wenn auch ganz abstrakten, ersten Energie und Materie steckt, zum Sein, zu dem das, was ist, und dieser sich fortentwickelnden Ausformung in all dem uns Bekannten, dann hat es eine unglaubliche Faszination und Kraft und auch eine Energie, die mich auch immer wieder antreibt, Bilder zu malen. Und mit dieser Energie und auch dieser Euphorie, die da drin immer wieder steckt, dass alles, was ist, eben ist, und das so anzunehmen als das Leben, dazu Kunst zu machen. Und die Motive, die ich wähle, das Landschaftsmotiv, bringt natürlich immer die Frage von Raum mit sich. Der Raum, die Horizonte, die sich erweitern und immer nach dem Dahinter fragen lassen, über die Welt hinaus. Diese Raumthematik, die in jeder Landschaftsmalerei zwangsläufig auftritt, ist gleichzeitig ein Speicher für Eindrücke, die man sammelt in seinem Leben, und andererseits eben Bilder des Inneren, die sich subjektiv geformt und gefärbt in Bildern zeigt. Und die Dunkelheit, die zum Beispiel in meinen Bildern immer wieder als Kontrastpunkt zur Helligkeit steht, die kann ich dann durchaus in Verbindung sehen zu diesem Blick in das Dunkle, aus dem wir kommen und in das wir hineinfragen. Und in diesem Dunklen steckt sowohl Beunruhigung als auch Hoffnung, weil in dieser Beunruhigung der Frage nach der Existenz und des Unbegreiflichen darin, die trägt in sich auch eine Hoffnung für das noch Mögliche und das noch nicht ganz zu Ende Erkannte einer definitiven Aussage über das, wie alles ist und woher alles kommt und wohin alles geht. Und diese Möglichkeitsräume, die darin noch sind, sind in Bildern, auch in der Darstellung von Raum, Illusion und Desillusionierung der Flächigkeit, die jedes Bild ist, enthalten. Und in diesem Spiel mit Flächigkeit und Illusion, mit Raumillusion und den Brüchen davon, erscheint uns das eigene Begreifen der Welt eben auch noch in dieser Brüchigkeit. Also das Weltbild, das sich immer wieder ausformt und das immer noch nicht abgeschlossen ist, eben wegen diesen letzten Unklarheiten und den Möglichkeiten und den Dimensionen, die noch offen sind, jenseits einer dritten Dimension und so weiter. Und mit diesem Fragen nach in die Leerstellen hinein und dem noch offenen, den Möglichkeiten,
auf diese zu reflektieren und zu kontemplieren. Darin sehe ich auch eine Möglichkeit, vielleicht für die Menschen im Betrachten und im Arbeiten an der Kunst zu einem Bewusstsein über die eigenen Bedingungen und die eigene Existenz zu kommen, die auch das Verbindende in dem menschlichen Schicksal erkennen lässt, bei allen Menschen und allen Lebewesen und der Wandlung der Energien und der Materie und dem stetigen Fluss und dem Weg, den alles geht, den die Welt geht, von Anfang an. Und woher dieser Anfang sein soll. Und in diesem menschlich Gemeinsamen liegt auch ein Ansatz drin zu einem, ja, vielleicht in dem Erkennen des Gemeinsamen zu einem gemeinschaftlich friedlicheren Zusammensein zu kommen. Wenn man Natur als Kunst denkt, und wenn ich Landschaftsmalerei in diesem Sinne als Umgang mit diesen Räumlichkeiten betreibe und damit an eben Naturräume komme, an Horizonte komme, dann finde ich das einen sehr brauchbaren Ansatzpunkt zu denken, dass in dieser Natur als Kunst eben genau diese Existenzerfahrung drinsteckt, dass wir als Menschen uns ja nicht selbst erfunden haben, sondern wir sind uns ja aus der Natur heraus als Menschen gegeben mit diesen Fähigkeiten, und in unserer Natur liegt in diesem Sinne ja das Fragen, darin die Wissenschaft und die Äußerungen der Kunst. Seit frühester Zeit an, seit tausenden von Jahren, seit den Höhlenmalereien. Das Tiermotiv, die Landschaft. Und diese Äußerungen zu vergleichen und die subjektiven Ausformungen, die über die Zeiten hinweg entstanden sind, war für mich immer ein unglaublich reicher Schatz. Und dieser reiche Schatz im Vergleich der Bilder zeigt uns die einzelnen subjektiven Formulierungen, zum Beispiel zum Thema der Landschaft, als Möglichkeiten, als Sehmöglichkeiten, als Werkmöglichkeiten, als Existenzmöglichkeiten. Und in diesem Vergleichen hat sich die Malerei als eine Kulturform herausentwickelt, die sich so als solche, als menschheitliches Zeugnis weiterentwickelt. Was ich spannend finde in der Betrachtung von Gemälden über die Zeit hinweg ist vor allem, dass das Gemälde als Gegenstand eine bestimmte Festigkeit hat und gerade in meiner Veränderung und wenn ich mich immer wieder zu den Gemälden in Beziehung setze, sehe ich, wie ich in meiner Veränderung immer wieder neue Sichtweisen auf die Bilder entwickle und mit diesen neuen Sichtweisen zu einem bleibenden Bild sehe ich eben die Deutungsoffenheit, die Wandelbarkeit und letztlich den Fluss, der in der ganzen Deutungsmöglichkeit steckt und im Wesentlichen eben, wie ich mich verändere, an einem bleibenden Gegenstand besonders deutlich erkennbar wird. Und deswegen sehe ich Malerei und Gemälde als von einzelnen Menschen und
Strömungen in der Entwicklung der Kulturformen hervorgebrachte Zeugnisse, die sich immer wieder als Kontemplationsangebot anbieten und den Menschen ein Weg zu diesen existenziellen Fragen und Bearbeitungsmöglichkeiten dieser Fragen in Kunst zeigt. Das Auftragen von Schichten in der Malerei ist für mich immer auch natürlich ein die Zeit verdeutlichender Aspekt in der Malerei. Die Übereinanderlagerung von Schichten ist natürlich wie das Übereinanderlagern von, Lagern von Materie. Es hat ein zeitlich vorgeordnetes und nachgeordnetes. Es hat was von Erinnerung, von etwas Darunterliegendem, von etwas Verdrängten, von etwas noch Erinnerten, auch der Auswahl, die die Erinnerung trifft, wie die Auswahl der Bildteile, die stehen gelassen werden oder die wieder verworfen werden. Und dieses Übereinanderlagern entspricht eben auch genauso dieser zeitlich-räumlichen Ordnung, die sich in der Materie, die das Material in der bildenden Kunst darstellt, eben zeigt. Das Bild braucht jetzt eine Pause. Wir machen jetzt einen Halt und jetzt braucht es erstmal Ruhe, dass das, was jetzt entstanden ist, erstmal sich äußern kann und dass man das aufnimmt, was jetzt alles da ist, weil der Prozess selber erstmal so vorrangig ist, dass man dann erst wieder in Ruhe mit einem gewissen Abstand, vielleicht auch 2-3 Tage, oder manchmal auch länger sehen muss, die meiste Zeit in dem Ganzen. Ist eigentlich abwarten. Und dieses Abwarten sagt einem dann, wohin der nächste Schritt geht und wie sich der Weg, der sich auch
dann in dem Bild zeigt, wie man den gehen kann. Und wie viel von dem, was jetzt alles sich schon anbietet als Bild, wie viel davon bleiben kann, wie viel davon auch wieder verschwindet. Diese Pause kann man jetzt eigentlich auch genießen, weil es jetzt so eine Position ist, wenn man auf so eine Mittelstation angekommen ist oder man noch gar nicht weiß, wie weit der Weg noch geht. Aber wenn man jetzt erstmal hier einen Halt macht, wo man gerade steht, dann kann man in alle Richtungen denken. Und man kann sich eben von dem Bild aus sagen lassen, wohin man weitergehen soll. Und es zeigt einem meistens auch die Möglichkeiten, wenn man sich eben auf das Bild einlässt und mit dem Bild geht und welche Elemente, die jetzt entstanden sind, auf der schwarzen Fläche, die zuerst nur da war, was sich da schon jetzt an Fülle gebildet hat, was davon noch vielleicht zurückzunehmen ist, wie man weitergehen kann.